Fragen für die Teilnehmer, die jetzt hier nach und nach hineinpurzeln in unser Webinar. Wir warten noch einen kleinen Moment, bis wir offiziell starten, weil es aus technischen Gründen immer einen kleinen Moment dauert, bis tatsächlich alle da sind. Der Raum füllt sich langsam, aber sicher. So, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Spring Edition der IR 2023. Sowohl kalendarisch als auch meteorologisch hat der Frühling begonnen. Wir können also guten Gewissens von einer Spring Edition sprechen. Jetzt muss nur noch jemand dem Petrus auch noch Bescheid sagen, dass das Wetter entsprechend auch auf Frühling umstellt. Wir haben jetzt hier Temperaturen um die 0 Grad in Düsseldorf und ich glaube in ganz Deutschland, aber umso erwärmender hoffe ich, dass unsere Webinare werden. Die Spring Edition besteht aus insgesamt 4 Webinaren, heute 2 und morgen 2, zu wieder sehr interessanten und aktuellen Themen der Investor Relations. Heute Abend haben wir ein Get-Together hier in Düsseldorf und freuen uns natürlich auch da, den einen oder anderen auch mal wieder persönlich zu treffen. Ich möchte mich zunächst, bevor wir gleich auch ins Thema unseres ersten Webinars gehen, ganz herzlich bei unseren Sponsoren bedanken, die wieder tatkräftig unterstützt haben und ohne die die IR dieses Jahr auch wieder nicht stattgefunden hätte. Ganz herzlichen Dank an die Sponsoren. Unser erstes Thema ist ein relativ neues, aber zunehmend relevant für uns alle. Wir sprechen heute über die Auswirkungen von Cyberattacken auf die Finanzkommunikation. Wenn wir gerade in den letzten Tagen gehört und gelesen haben, Ferrari wurde erpresst wegen eines Datenklaus. Am Samstag konnte in der Schweiz die Neue Zürcher Zeitung nur in reduziertem Umfang erscheinen, aufgrund einer Cyberattacke. Und gestern habe ich eine Ad-hoc-Mitteilung der SAF Holland gelesen, dass die Produktion unterbrochen werden musste. Die Einschläge kommen also offenbar näher. Das ist ein Thema, auf das wir uns alle einstellen sollten. Ich darf ganz herzlich unsere Referenten des heutigen Themas begrüßen. Das ist zum einen Katrin Pohl. Katrin Pohl ist Head of Account Management, Investor Relations der EQS Group und bekleidet diese Rolle schon seit dem Jahr 2014. Ist mithin eine der Expertinnen bei der EQS, die tatsächlich weiß, welche Themen und welche Probleme börsennotierte Unternehmen im Alltag so beschäftigen. Zudem begrüße ich Herrn Dr. Timo Holzborn. Er ist Leiter der Praxis für Kapitalmarkt, Bank und Finanzrecht bei der internationalen Anwaltskanzlei ORIC, und ein langjähriger Experte der diversen Fragen der Investor Relations. Ich selbst bin Henrik Deter, ich bin im Vorstand der Cometis AG und begleite seit über 20 Jahren börsennotierte Unternehmen in allen möglichen Fragen der Investor Relations. Ich darf Sie, liebe Teilnehmer, ermutigen, gerne auch hier das zu einer interaktiven Veranstaltung zu machen und Fragen zu stellen. Sie haben unten in Ihrem Monitor das F&A-Tool. Bitte machen Sie davon gerne Gebrauch, stellen Sie uns Fragen und löchern uns. Und jetzt darf ich dann auch schon übergeben an unsere Referenten. Frau Pohl, the stage is yours. Ja, vielen Dank, Herr Deter, für die Begrüßung. Ich persönlich freue mich auch, heute über dieses spannende Thema sprechen zu dürfen. Der Herr Deter hat es eben schon gesagt, das ist durchaus ein sehr aktuelles Thema. Ich habe mich natürlich die letzten Wochen auch ein bisschen mehr mit der Thematik beschäftigt und muss sagen, es ist wirklich auffällig, dass tatsächlich fast kein Tag vergeht, an dem es nicht eine neue Meldung irgendwo in den Medien geht zum Thema Cyberattacke oder Hackerangriff auf Unternehmen. Deswegen denke ich, ja, haben wir hier ein sehr spannendes, aktuelles Thema für Sie. Und bevor wir ins Thema näher eingehen, würde ich Ihnen ganz kurz vielleicht mal die Agenda vorstellen, um das ganze Thema ein bisschen einzuordnen und um zu verstehen, worüber sprechen wir denn heute überhaupt. Gehen wir erstmal kurz darauf ein, was ist denn überhaupt ein Cyberangriff? Was ist die Motivation, die da hinten dran steckt? Was sind Ziele, Typen und Auswirkungen eines Cyberangriffs? Wir
schauen uns mal ein paar Beispiele aus der Praxis an, werden uns dann mal anschauen, wie man das ganze Thema kommunikationsseitig am besten betrachtet, gehen dann auf die spannende Frage des Titels der Präsentation ein, ist das Ganze denn überhaupt ad hoc pflichtig, ja oder nein, und was muss ich denn dabei beachten, also schauen uns den rechtlichen Rahmen an, geben zum Abschluss noch mal ein paar Empfehlungen für die Kommunikation und schauen uns dann auch noch mal Probleme an, die aus der rechtlichen Sicht entstehen können. Wenn wir uns dann mal anschauen, was ist denn, achso, und am Ende gibt es noch die Fragen. Natürlich, das hatte der Herr Deter ja auch gesagt, wir machen dann noch eine kleine Q&A-Session am Ende und hoffen, dass zahlreich Fragen kommen, die wir dann eben auch für Sie beantworten können. Wenn wir uns dann jetzt mal auf der nächsten Folie kurz die Definition anschauen, also wenn man mal im Internet schaut, was ist denn ein Cyberangriff oder ein Hackerangriff? Ich verwende das jetzt im Rahmen des Vortrags so ein bisschen synonym, also nicht wundern, wenn sich da die Begrifflichkeiten immer mal wieder ändern. Also es gibt unzählige Definitionen. Ich finde, diese hier ist relativ, die erklärt sehr gut, was ist denn überhaupt ein Cyberangriff? Also Cyberangriffe sind unerbetene Versuche, Informationen durch unbefugten Zugriff auf Computersysteme entweder zu stehlen, offenzulegen, zu ändern, zu inaktivieren oder zu vernichten. Und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Das ist eine Definition. Ich glaube, damit kann jeder auch was anfangen. Die ist gut verständlich und das würden wir jetzt einfach mal so als Grundlage des heutigen Vortrags darlegen. Wenn wir uns dann mal anschauen, was sind denn eigentlich die Motive hinter einem Cyberangriff, kann man mehr oder weniger 3 bis 4 größere Gruppen ausmachen. Also es kann sein, dass eine kriminelle Motivation hinten dran steckt. Und hier ist es so, dass oftmals eben der finanzielle Gewinn im Vordergrund steht. Und zwar entweder durch den Diebstahl von Daten, um zum Beispiel auf Bankkonten zugreifen zu können, oder eben der finanzielle Gewinn durch den Diebstahl eben von Geldmitteln. Und was tatsächlich ein großes Thema ist, seit ein paar Monaten oder seit 1-2 Jahren, ist das ganze Thema der Lösegeldforderung, dass eben Unternehmen erpresst werden und die Hacker dann eben ein gewisses Lösegeld fordern, damit Daten nicht veröffentlicht werden oder eben Systeme, die verschlüsselt wurden, wieder entschlüsselt werden. Dann kann es eben sein, dass ein Cyberangriff politisch motiviert ist. Hier geht es oftmals darum, dass man eben Aufmerksamkeit für eine bestimmte Sache erregen möchte. Also es kann auch passieren, dass gerade bei politisch motivierten Angriffen die Hacker sogar diesen Angriff öffentlich darstellen, also öffentlich zugeben, okay, wir haben hier was gemacht, einfach um eben diese Thematik eben entsprechend in der Öffentlichkeit darzustellen. Da gibt es auch diesen Begriff Hacktivismus dafür. Eine andere Motivation, die vielleicht nicht unbedingt so oft, aber dahinter steckt aber eben auch ein Motiv sein kann, ist die persönliche Motivation, vielleicht von einem ehemaligen verärgerten Mitarbeiter oder so, dass quasi Geld oder Daten geklaut werden oder man eben einfach nur möchte, dass das Unternehmenssystem irgendwie gestört ist, um sozusagen Vergeltung oder Rache zu üben. Das kann natürlich auch immer mal vorkommen. Und der vierte Punkt, der sich aber in unterschiedliche Kategorien auch einordnen lässt, meiner Meinung nach, ist das Thema Spionage. Hier kann es natürlich sein, dass ein Unternehmen angegriffen wird oder ein Hackerangriff durchgeführt wird, um eben Vorteile sich zu sichern als Unternehmen gegenüber der Konkurrenz. Das kann sein, dass beispielsweise bestimmte bei einem Chemieunternehmen vielleicht irgendwelche chemische Formeln gestohlen werden oder dass eben irgendwelche Informationen zu den Produkten, zur Produktentwicklung gestohlen wird, also eher so auf Unternehmensebene. Das Ganze kann aber natürlich auch politisch motiviert sein, das ganze Thema Spionage, was wir tatsächlich ja leider auch in den letzten 2 Jahren mit der Ukraine-Krise mitbekommen haben, dass es da auch oft einfach politisch motivierte Spionage-Attacken hinten dran stecken.
wenn wir jetzt mal geklärt haben, okay, was ist denn so die Motivation hinter so einem Angriff, ist es auch mal hilfreich, sich anzuschauen, okay, was ist denn das Ziel? Also was sind die Ziele? Was wollen denn die Hacker oder die Angreifer eben an Daten oder Informationen abgreifen? Und das kann, je nach Motiv, sind das natürlich auch ganz unterschiedliche Ziele. Also das können Finanzdaten von Unternehmen oder Kunden sein. Das können Kundenlisten sein oder eben auch persönliche Kundendaten wie Adressen, Sozialversicherungsnummer, Kreditkartendaten, also ganz unterschiedlicher Art. Das können E-Mail-Adressen sein und Anmeldedaten, aber eben auch, das hatten wir eben gesehen, Thema Spionage kann natürlich auch Geschäftsgeheimnisse, Produktdesign oder geistiges Eigentum sein. Es kann sein, dass eben auf die IT-Infrastruktur zugegriffen wird und so weiter, personenbezogene Daten. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Informationen, die je nach Motivation des Hackers oder des Angreifers sind, können unterschiedliche Informationen eben Ziel von so einem Angriff sein. Und wie machen diese Gruppen das oder diese Angreifer? Da gibt es eben auch ganz unterschiedliche Arten. Ich habe jetzt hier nicht alles aufgeführt. Ich bin auch kein IT-Security-Experte, was das Thema angeht. Aber ich habe mal so die vier häufigsten und wahrscheinlich auch geläufigsten, in dem Sinne, dass Sie davon wahrscheinlich schon mal was gehört haben, Arten von Cyberattacken hier aufgeführt. Das eine ist eine DOS- beziehungsweise ein DDoS-Angriff. Tatsächlich, jüngster Vorfall war vor, ich glaube, knapp 2 Wochen Rheinmetall, die waren betroffen von so einem Angriff. Da geht es darum, dass eben die Systeme oder die Server zum Abstürzen gebracht werden, indem eben aktiv ganz viele Anfragen auf die Server, auf die Systeme gestellt werden und das dann eben dazu führt, dass so ein System seine Aufgaben gar nicht mehr erledigen kann und dann im Worst Case abstürzt. Dann gibt es die sogenannten SQL-Angriffe oder SQL-Injection-Angriffe. Hört sich jetzt recht kompliziert an, ist auch tatsächlich was, was eher so in den letzten 1-2 Jahren so ein bisschen im Kommen ist. Da geht es darum, dass Hacker in die Webseite Codes eingeben, um auf Daten zugreifen zu können und diese Daten dann eben entweder zu klauen oder teilweise auch, um Daten zu ändern oder zu löschen. Und das ist natürlich sehr brisant, weil, ne, wenn was geändert wird, vielleicht kriegt man das ja tatsächlich gar nicht direkt mit am Anfang. Thema Phishing ist, glaube ich, etwas, womit wir, würde ich jetzt mal behaupten, alle schon mal in Kontakt waren. Da geht es hauptsächlich darum, dass quasi sogenannte Phishing-E-Mails, also E-Mails mit einem getürkten Link oder mit einem Anhang an Personen geschickt werden, in der Hoffnung, dass derjenige, der Empfänger, der diese E-Mail bekommt, da eben auf den Link oder den Anhang klickt, um entweder eine Schadsoftware zu installieren oder um gewisse Daten abzufragen. Und so bekommen die Hacker natürlich dann eben auch entweder Zugriff auf das System oder auch gegebenenfalls auf persönliche Daten. Und der letzte Punkt, den ich persönlich sehr wichtig finde, sind die sogenannten Ransomware-Angriffe. Wichtig, warum? Weil das tatsächlich was ist, was in den letzten Jahren so ein bisschen im Kommen ist, ja, en vogue ist bei den Hackern. Und zwar geht es darum, dass eben eine Schadsoftware installiert wird und dadurch eben entweder Systeme verschlüsselt werden. Das heißt, ich kann dann gar nicht mehr auf meine Systeme zugreifen, die sind lahmgelegt oder es werden eben die Daten geklaut. Und was steckt hinten dran? Das ist eben immer das Thema Lösegeldforderung. Das heißt, die Hacker sagen, okay, wenn du möchtest, dass deine Systeme wieder laufen, erwarten wir, dass du einen gewissen Betrag an uns überweist. Oder, liebes Unternehmen, wenn du nicht willst, dass wir deine Daten leaken und irgendwo bekannt geben, dann möchten wir auch einen gewissen Betrag von dir bekommen. Wenn wir uns auf der nächsten Folie mal anschauen, wir bleiben kurz bei dem Thema. Das ist hier eine Studie von Bitkom Research aus dem Jahr 2021. Und hier sieht man ganz gut, also diese Arten von Cyberangriffen, die ich eben genannt habe, welche von denen einen Schaden verursacht haben bei den Unternehmen. Und die Studie hat eben ergeben, dass wenn man mal die Jahre 2019 und 2021 miteinander vergleicht, das sind nur 2 Jahre Unterschied,
dass generell ein Anstieg der Schäden zu dass ein Anstieg der Schäden zu sehen ist. Also das heißt, im Jahr 2019 waren 70% der Unternehmen von einem Schaden betroffen. 2019, also 2 Jahre später, sind es schon 86%. Und man kann hier eben auf der Folie ganz gut sehen, was sind denn so die Arten und welche verursachen denn einen großen Schaden? Also Schadsoftware, DDoS-Attacken, Spoofing sind alles Cyber-Attacken, die eben bei denen der Schaden immer mehr wird. Es gibt welche wie zum Beispiel Phishing oder Angriff auf Passwörter, wo es geringer wird. Meine persönliche Vermutung, also das sagt die Studie jetzt nicht, aber meine persönliche Vermutung ist die, dass mittlerweile viele einfach diese Phishing-E-Mails, ich würde jetzt nicht sagen, gewohnt sind, aber dass man zum einen persönlich als Person weiß, wie gehe ich damit um? Ich darf auf solche Links und Anhänge nicht klicken. Da wird man ja unternehmensseitig auch immer geschult. Und natürlich ist, glaube ich, auch, was das ganze Thema IT-Security bei E-Mails angeht, Spam-Filter und so weiter, da hat sich natürlich viel getan in den letzten Jahren. Und ein Punkt, der hier sehr interessant ist, ist das Thema Ransomware, also dieses ganze Thema mit der Lösegeldförderung. Hier sieht man, dass da im Jahr 2019 bisher noch gar keine Erhebung gab, wahrscheinlich weil die Art der Schäden noch relativ gering war, aber jetzt innerhalb von 2 Jahren sich das Ganze um 18% gesteigert hat. Und das, finde ich, ist schon ein enormer Wert innerhalb von 2 Jahren. Wenn wir uns auf der nächsten Folie nochmal die 2 Grafiken anschauen, da habe ich nochmal 2 Statistiken mitgebracht für Sie. Und zwar sieht man auf der linken Seite, in der Grafik, das ist eine Information oder ein Bericht von Infopoint, ist auch alles verlinkt. Also wenn Sie sich später die Sachen, die Präsentation runterladen, dann können Sie auch den Artikel dazu einsehen. Da sieht man halt einfach ganz gut, dass zwischen 2021 und 2022 die durchschnittliche Anzahl der Cyberattacken weltweit gestiegen ist. Und man kann sehen, dass gerade Europa und auch Nordamerika einen relativ hohen, dass dort die Anzahl der Cyberattacken relativ stark gestiegen ist. Der Bericht sagt auch, dass allein in Deutschland die Anzahl der Angriffe um insgesamt 27% gestiegen ist innerhalb von einem Jahr. Und das spiegelt auch das wieder, glaube ich, was Herr Dieter und ich am Anfang gesagt haben. Es ist wirklich ein Thema, was derzeit wirklich aktuell ist und was auch immer aktueller wird. Und das zeigt auch rechts die Grafik. Wenn wir uns mal anschauen, wie viel Unternehmen für das Thema IT-Sicherheit in Deutschland ausgeben. Da sieht man, dass zwischen 2020 und 2022 schon ein enormer Wachstum ist, aber dass eben auch antizipiert wird, dass bis zum Jahr 2025 über 10 Milliarden Euro ausgegeben werden sollen für IT-Security. Und natürlich ist es auch so ein bisschen so ein Wettrüsten, ne, zwischen, okay, den Hackergruppen und den Unternehmen, die halt IT-Security-Services oder Produkte anbieten. Aber ich finde es schon beachtlich, wenn man sieht, was für ein Anstieg hier antizipiert wird. Und wenn wir uns jetzt vielleicht mal ein paar Fälle anschauen von Unternehmen, die betroffen sind. Ich habe Ihnen mal hier so ein paar Überschriften mitgebracht. Vielleicht finden Sie sich selber wieder oder haben zumindest davon gelesen. Möchte ich, bevor wir uns die deutsche Börsenlandschaft mal anschauen, einen Fall anschauen aus dem Jahr 2017. Und zwar geht es da um den Finanzdienstleister Equifax, weil ich finde, das ist so ein bisschen ein gutes Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte, wenn wir über das Thema sprechen, okay, Hackerangriff, wie gehe ich kommunikationsseitig oder rechtlich mit dem Thema um, finde ich, ist so Equifax ein Beispiel dafür, wie es eben nicht gut gelaufen ist. Was war passiert? Also das Unternehmen war Opfer eines Hackerangriffs. Es wurden über mehrere Monate hinweg von Mitte Mai bis Mitte Juli 2017 wurden Kundendaten gestohlen, Sozialversicherungsnummer, Kreditkartendaten und so weiter. Das Ganze wurde Ende Juli festgestellt und wurde dann eben entsprechend den Behörden übermittelt und ging seinen Gang. So, was ist aber jetzt das
Erschreckende oder das Kuriose dabei. Ich finde, es gibt zwei Punkte und das eine ist das Thema, dass eben Mitglieder des Managements, nachdem der Hack entdeckt wurde, aber bevor es an die Behörden übermittelt wurde, 1,8 Unternehmensanteile im Wert von 1,8 Millionen US-Dollar verkauft hatten. Angeblich wussten die nichts davon und gegen diese Manager wird jetzt natürlich ermittelt. Ich finde, das ist halt so der absolute Super-GAU, weil, wie gesagt, das Ganze wurde entdeckt, es wurden die Unternehmensanteile verkauft, bevor es an die Behörden übermittelt wurde, diese Information. Also das wirkt schon sehr verdächtig. Ich finde, das ist ja ein ganz gutes Beispiel dafür, okay, so kann es gar nicht gehen. Also das ist ja absolut ein Verstoß gegen die Marktmissbrauchsverordnung in Europa. Also das ist, ja, wirklich so der absolute Worst Case, was man machen kann. Aber was auch interessant ist, was wurde denn überhaupt mit den Daten gemacht? Und ich glaube, das ist sowas, damit ist man sich vielleicht selbst oder ist man selbst gar nicht so sich im Klaren drüber, was passiert denn mit den Daten, die da jetzt gestohlen wurden? Okay, das ist natürlich für die Kunden oder für die Personen, die betroffen wurden und auch für das Unternehmen ist das jetzt blöd gelaufen. Aber tatsächlich wurden diese Daten dafür verwendet im Rahmen der Covid-19-Pandemie, haben sich diese Hacker oder diese Kriminellen haben sich als bedürftige US-Bürger ausgegeben und haben damit Arbeitslosenhilfe erschlichen im Wert von über 163 Milliarden US-Dollar. Und das finde ich, muss man sich mal überlegen, was so ein Datenhack einfach für Auswirkungen haben kann. Ich glaube, da ist man sich selbst persönlich gar nicht so im Klaren manchmal drüber, wozu das führen kann, wenn die Daten gestohlen werden. Und das ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Es kommt auch eben immer darauf an, was für ein Angriff auf das Unternehmen gestartet wird. Aber wie gesagt, das ist einfach etwas mit dem Thema, muss man sich als Unternehmen auseinandersetzen. Und das sehen wir auch ganz gut, glaube ich, wenn wir uns mal die anderen Headlines hier anschauen von Unternehmen aus der deutschen Börsenlandschaft. Also ich glaube, der Fall Conti ist allen bekannt. Auch Rubis war von einem Hackerangriff betroffen. Nordex, jetzt dieses Jahr hatten wir den Baustoffproduzenten Steico. Der Herr Dieter hat es gesagt, SAF Holland war jetzt gerade am Wochenende betroffen von einem Angriff. Und man sieht einfach, es trifft immer mehr Unternehmen. Aber was man auch sieht, klar, die Motive sind anders. Also entweder werden Daten gestohlen, wie das bei Conti der Fall war. Bei Rheinmetall war es eine DDoS-Attacke. Man sieht aber auch, die Unternehmen gehen auch ganz unterschiedlich mit dieser Thematik um. Also es gibt Unternehmen, die haben das direkt ad hoc gemeldet, dem Kapitalmarkt. Es gibt Unternehmen, die haben, sag mal, nur in Anführungszeichen eine Corporate News veröffentlicht, um den Kapitalmarkt zu informieren. Wiederum andere haben gar keine Information, zumindest für den Kapitalmarkt, rausgesendet oder rausgeschickt. Die haben dann vielleicht direkt ihre Kunden angeschrieben, wenn es um Kundendaten ging. Also man sieht einfach, je nach Angriff und je nach Unternehmen ist dort kommunikationsseitig und auch von der rechtlichen Seite her ganz unterschiedlich mit umgegangen worden. Und da hat sich jetzt natürlich für uns die Frage gestellt, wie macht man es denn eigentlich richtig, beziehungsweise am besten erstmal von der kommunikativen Seite her? Und das ist eine Frage, Herr Dieter, die würde ich vielleicht mal als Experte auch an Sie weitergeben. Was sind denn da die Empfehlungen? Wie macht man es denn am besten als Unternehmen? Ja, vielen Dank, Frau Polin. Ball nehme ich gerne auf. Ich möchte vielleicht vorher noch kurz einen Kommentar teilen, den einer unserer Teilnehmer hier eingegeben hat. Es schreibt jemand, der hat mit dem BKA gesprochen. Die sagen, es sei nicht eine Frage von ob oder wann es zu einem Cyberangriff kommt. Vielmehr sollten Unternehmen ihr Geschäftsmodell hinterfragen, wenn sie noch nicht angegriffen wurden. Also wiegen Sie sich da nicht in Sicherheit. Es wird früher oder später alle treffen. Und dann ist direkt die Frage, wenn wir im Unternehmen einen Vorfall haben und der Druck auch möglicherweise, das soll das Bild hier ein bisschen illustrieren, von außen relativ schnell hoch wird, dass wir uns zunächst selber erstmal ein paar Fragen stellen, bevor wir nach außen kommunizieren. Denn, Frau Pohl hat es gerade dargestellt, nächste Folie bitte, es gibt natürlich sehr unterschiedliche Arten von Cyberattacken. Es ist ein großer Unterschied, ob unsere Website mal eine Stunde nicht funktioniert und nicht erreichbar ist, zumal wenn wir kein B2C-Geschäft haben, sondern das nur eine Unternehmensdarstellung ist. Oder wenn aber, Beispiel autonomes Fahren,
wir da eine Softwareattacke haben und Leib und Leben unserer Kunden möglicherweise in Gefahr ist. Das heißt, es ist ganz wichtig, erstmal sehr, sehr schnell checklistenartig im Unternehmen rauszufinden, was ist los. Gibt es konkrete Einschränkungen oder Unterbrechungen im Geschäftsbetrieb? Bestehen Sicherheitslücken? Stichwort Leib und Leben unserer Mitarbeiter, unserer Kunden. Sind Kundendaten betroffen? Wir leben in einem Zeitalter, wo Datenschutz das höchste aller Güter ist. Das heißt, das ist erstmal rauszufinden und das ist auch oft, jetzt sind die meisten von uns keine IT-Experten, auf die Schnelle gar nicht immer so einfach. Das aber schnell herauszufinden und die notwendigen Experten schnell zusammenzuholen, bevor kommuniziert wird, ist ganz wichtig. Seit wann läuft denn der Angriff? Auch das müssen die IT-Experten entsprechend nachvollziehen können. Denn wenn wir dann nach außen kommunizieren, sollten wir nicht häppchenweise jeden Tag ein neues Update geben können und es wird immer schlimmer und immer schlimmer, sondern dass wir uns so schnell wie möglich gleich über das ganze Ausmaß der Cyberattacke im Klaren werden. Wo stehen wir denn aktuell in der Cyberattacke? Was haben wir möglicherweise bereits unternommen? Möglicherweise werden Sie als IR-Abteilung erst einige Tage später davon erfahren, je nachdem, wie die Kommunikationswege in Ihrem Unternehmen organisiert sind, dass die IT-Kolleginnen und Kollegen schon seit ein paar Tagen basteln und flicken und machen und Sie wussten noch gar nichts davon. Also nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten schauen, was wurde bereits unternommen und was sind jetzt konkret die nächsten Schritte. Dann ist natürlich für uns als börsennotierte Unternehmen immer auch ganz wichtig, ist das Thema denn schon öffentlich bekannt? Sind schon Gerüchte in den sozialen Medien möglicherweise gestreut worden von denen, die in den Schlamassel eingebrockt haben oder haben möglicherweise Mitarbeiter oder Wettbewerber oder Kunden, also alle, die möglicherweise von dieser Attacke in irgendeiner Form mitbekommen, schon öffentlich was dazu gesagt? Gibt es schon Anfragen von außen, von Medien, von Investoren, von Analysten und gibt es Auffälligkeiten im Aktienkurs? Das sind alles natürlich erstmal sozusagen erste Indikatoren, um zu sehen, wo stehen wir denn und wie schlimm ist es denn? Es gibt weniger schlimme und es gibt sehr schlimme Möglichkeiten der Cyberattacken. Ein paar Beispiele hat Frau Polja auch gerade gezeigt. Und dann, bevor wir dann nach außen kommunizieren, ist natürlich immer für uns als börsennotierte Unternehmen die Frage, welche juristischen Aspekte sind denn betroffen? Haben wir direkt eine Veröffentlichungspflicht? Und gibt es noch weitere Rechtsgebiete, die wir erstmal abklären müssen, bevor wir uns vielleicht, ohne es besser zu wissen, um Kopf und Kragen reden. Und da spiele ich den Ball direkt weiter an Herrn Dr. Holzborn. Die Frage ad hoc, ja oder nein? Und da Sie Anwalt sind, kennen wir ja die Antwort schon, aber ich möchte es trotzdem Sie sagen lassen. Ja, vielen Dank. Den Ball nehme ich natürlich gerne auf. Und das ist ja die Gretchenfrage, ad hoc Pflicht, ja oder nein? Bitte auf die nächste Folie. Die Frage stellt sich wie immer gleich. Zunächst fragt man sich, habe ich denn eine Insider-Information darin? Und da hängt es dann wieder ab von der Vielzahl der Attacken, die ja auch gerade beschrieben worden sind. Das heißt, hat es denn eine entsprechende Auswirkung auf mich? Ist es vielleicht auch schon öffentlich bekannt, wobei man da aufpassen muss, denn es gilt ja nur eine Bereichsöffentlichkeit, das heißt der Financial Community, das heißt, wenn es auch nur tatsächlich in der Analyse oder bei den Finanzanalysten angekommen ist und nicht, wenn es irgendwo Gerüchte gibt, ist es bereits öffentlich. Und dann stellt sich die Frage, kann der Kurs dadurch beeinflusst werden? Das ist zum einen mal der direkte Schaden natürlich, bis die Produktion unterbrochen, können irgendwelche Dinge nicht mehr durchgeführt werden, unmittelbar? Oder gibt es hohe Schadenersatzforderungen oder muss sehr viel Geld aufgewandt werden, um das wieder zu reparieren, in Anführungsstrichen? Auf der anderen Seite stellt sich auch immer die Frage nach dem Reputationsschaden. Und da sind wir ja häufig, wenn man sich auch an sowas wie VW etc. zurückerinnert, da hat man erst gesagt, weniger Autos sind betroffen, es sind doch ganz viele und hat dann später gemeldet. Allein der Reputationsschaden deutet eher darauf hin, dass man eher auf eine ad hoc raufkommen kann. Entscheidend ist wieder der verständige Anleger, der das dann als Grundlage seiner Anlageentscheidung nutzen würde. Problem dabei, Sie haben immer so eine Art Ausblicksfunktion auf den Aktienkurs, von dem Herr Dieter ja gerade schon gesprochen hat. Hat er sich vielleicht schon bewegt? Deswegen wäre das natürlich ein sehr starkes Indiz. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch verhindern, dass die eigenen Leute, die von etwas wissen, mit diesem Wissen tatsächlich Transaktionen machen. Wie wir eben in dem Beispiel von Frau Pohl gehört haben, wäre das dann strafbare Insider-Transaktion. Das kann auch mal eine in Anführungsstrichen zufällige Transaktion sein, wie zum Beispiel im Rahmen eines Arbeitsvertrags kauft der Vorstand Aktien. So passiert bei einem DAX-Wert
wo es dann anschließend eine Insider-Transaktion war. Das Kursbeeinflussungspotenzial, das hängt natürlich von der Markterwartung und Abschätzung der Auswirkungen eben ab. Das ist das, was ich versucht habe zu beschreiben. Das kann man nur sehr schwer abschätzen, aber ich bin selber immer wieder beeindruckt. Ich hatte neulich einen Fall, wo man durch Einloggen in das Gäste-WLAN des Unternehmens direkt durchgreifen konnte auf das Konto des CEO und der sein privates Bank-Online-Passwort mit abgespeichert hatte. Und daraufhin hat man 1 Euro überwiesen. Das war allerdings ein geplanter Hackerangriff. Vielleicht so etwas auch mal zu überlegen, dass man sich schützen lässt, indem man sich angreifen lässt. Auch solche Themen haben wir in dem Zusammenhang mal gesehen. Nachdem dieser Insider-Begriff ja gleichläuft mit dem Ad-Hoc-Publizitätsbegriff, wäre dann, wenn ein entsprechender Schaden, sei es Reputation oder finanziell, droht, auf jeden Fall zu geben. Und man darf dabei, das gleich vorweg hingewiesen, nicht aufschieben, solange Informationslecks oder Gerüchte, egal von wem, nicht nur von einem selbst gegeben sind, dann ist auch ein Aufschub nicht mehr möglich. Wenn ich auf die nächste Slide einmal... daneben gibt es aber auch noch eine Reihe von anderen Pflichten. In Deutschland sind das zum Beispiel Informationspflichten aus dem Datenschutzrecht oder aus anderen Cybergesetzen. Da gibt es das kritische Infrastrukturgesetz zum Beispiel, das gegenüber Aufsichtsbehörden oder auch Betroffenen zu berücksichtigen ist. Das sollte in Line gestellt werden mit der Ad-Hoc-Publizität. Man darf allerdings nicht warten. Die ist nur schwer aufschiebbar, die Ad-Hoc-Pflicht, unter gewissen Umständen, auf die wir später vielleicht nochmal zu sprechen kommen. Aber nur eine abgestimmte Kommunikation vermeidet Probleme auf mehreren Ebenen mit eben den diversen unterschiedlichen Aufsichtsbehörden. Da habe ich nicht nur die BaFin, da habe ich eben auch Datenschutzbehörden. Und wenn man in mehreren Jurisdiktionen, das ist ja mittlerweile bei nahezu allen größeren Konzernen der Fall, da braucht man die schnelle Verschaffung des Überblicks über die in Betracht kommenden Pflichten auf mehreren Ebenen, also in mehreren Jurisdiktionen. Aber teilweise gibt es sie eben auch gegenteilig zur Vertraulichkeitswahrung. Das, was Herr Deter als zentralen Begriff ins Zentrum gestellt hat, das ist das Entscheidende, ein schneller Überblick, zumindest grob, über die Veröffentlichungspflichten. Dabei auch gesagt, wir haben das Beispiel zum Beispiel von dem Fintech Scalable. Da gab es ein Gerichtsurteil mittlerweile auch. Es gibt mittlerweile die Klageindustrie, die Abmahner, die nach Datenpannen suchen und auch diese Schadensersatzforderungen einkaufen und geltend machen. Wir haben lange Zeit die Dieselklagen gehabt, die von Prozessfinanzierern auch in kleinen Summen aufgekauft werden. Jetzt sind gerade Glücksspielklagen en vogue und werden dort häufiger aufgekauft. Aber es gibt mittlerweile eben auch eine Industrie, die sucht diese datenschutzrechtlichen Verstöße. In dem Beispiel Scalable waren das, glaube ich, 33.000 Stück. Das heißt, die 5.000 Euro Schadensersatz können da schon gewisse Summen mal ausmachen. Dann nochmal auf die nächste Slide. Und in diesem Zusammenhang ist das Entscheidende, eben die Kommunikation abzustimmen. Und Herr Deter, Ihr Turn. Genau, das Gute ist, dass wir jetzt nicht alle nur beten müssen und hoffen, dass es nicht eintritt und dann uns schnell sortieren müssen, wenn das der Fall ist. Die gängigsten Formen von Cyberattacken, die schon passiert sind, sind bekannt. Das heißt, die dringendste Empfehlung ist es, sich heute schon vorzubereiten. Und dann kommt wieder die Differenzierung ins Spiel. Bei jedem Unternehmen gibt es möglicherweise unterschiedliche Risiken im Bereich der Cyberattacken. Ich hatte vorhin das Beispiel autonomes Fahren gebracht. Da haben wir natürlich ganz andere Risiken, als wenn wir ein E-Commerce-Unternehmen sind oder wenn wir ein Maschinenanlagenbauer sind, der stark schon im Bereich IoT unterwegs ist, wo Maschinen miteinander kommunizieren. Bei Banken und Versicherungen haben wir wieder andere Risiken. Insofern identifizieren Sie Ihre individuellen Top-Risiken. Was ist bei Ihrem Unternehmen am naheliegendsten, wenn Sie ein Hacker wären? Und hier, Herr Dr. Holzmann hat es gerade schon angekündigt, ist es auch neben den kommunikativen Empfehlungen anzuraten, sich selber mal zu challengen und entweder mit den eigenen oder mit externen IT-Experten tatsächlich sich mal angreifen zu lassen. Eine solche Trockenübung zeigt natürlich, wo haben wir denn unsere Lücken? Und es gibt inzwischen da eine Industrie, die entstanden ist, von sozusagen Hackern, die aus dem Schatten ins Licht gekommen sind und ihre Dienstleistungen entsprechend verkaufen. Und das kann durchaus
hinten raus eine Menge Geld sparen, eine Menge Reputationsrisiken und vielleicht auch juristische Risiken entsprechend vorab mitigieren. Identifizieren Sie Ihre Top-Risiken. Das müssen nicht 30 sein, das können vielleicht die 3, 4 relevantesten sein, die für Ihr Business, für Ihre Branche, für Ihre Industrie relevant sind. Und überlegen Sie auch mal, wo könnte denn eine Bagatellgrenze sein, habe ich es jetzt mal genannt. Das heißt, wenn die Website, das Beispiel hatte ich vorhin gebracht, eine Stunde down ist und das hat keinerlei Auswirkungen auf Ihr Geschäft, dann werden Sie möglicherweise entscheiden, und vermutlich werden Sie das tun, nicht darüber zu kommunizieren. Denn das ist Business as usual. Aber ab wann sind wir denn für unser individuelles Unternehmen und auch für unsere eigene bisherige Kommunikationskultur und dann kommt Herr Dr. Holzmann gleich wieder, und aber auch sozusagen, was die Haftungsrisiken betrifft, aus einem kleinen Problem kann ein großes Problem hinten raus erwachsen. Wo ist unsere eigene Bagatellgrenze, ab der wir planen, darunter nicht zu kommunizieren und darüber zu kommunizieren? Wichtig ist es, wenn die ersten Anzeichen im Unternehmen sind, dass von außen eine irgendwie geartete Cyberattacke kam, keine Zeit verlieren. Dieses Thema darf wirklich nicht auch nur eine Minute aufgeschoben werden. Und die IR, die Kommunikationsabteilung, darf nicht nur warten und zugucken, sondern die Kommunikation aktiv managen. Das heißt, nicht gleich im ersten Schritt eine schriftliche Mitteilung auszugeben, zwingend, wenn Sie noch gar nicht wissen, was eigentlich Sache ist, aber es nicht laufen lassen. Sonst überholt Sie die Gerüchteküche und ein klar identifiziertes, klar beschriebenes Problem, wo auch die Maßnahmen schon klar kommuniziert und beschrieben sind, hat weniger negative Auswirkungen als Unsicherheit, Unklarheit und die Gerüchteküche, die eben brodelt. Wenn Sie begonnen haben zu kommunizieren, dann sagen Sie nicht nur einmal, wir haben ein Problem und lassen nie wieder von sich hören, sondern geben Sie regelmäßig Updates. Und auch wenn aus Ihrer Sicht die Cyberattacke abgeschlossen ist, machen Sie eine kurze Mitteilung, eine Abschlussmeldung, dass das Thema durch ist. Und dann quantifizieren und qualifizieren Sie die Auswirkungen des Angriffs. Der eine oder andere hat immer noch den Reflex, auch mal ein Problem vielleicht unter den Teppich zu kehren. Das ist in diesem Fall durchaus ein großes Risiko. Und Sie bauen im Übrigen auch mehr Vertrauen auf, wenn Sie offen darüber kommunizieren. Wir haben ja schon gesehen, Sie wären in guter Gesellschaft. Sie wären nicht der Erste und auch nicht der Letzte, der von der Cyberattacke betroffen ist. Quantifizieren Sie die Auswirkungen, sagen Sie, was Sie getan haben und sagen Sie auch, was Sie nun tun werden, damit sowas möglichst nicht wieder passiert. Und dann spiele ich den Ball gerne wieder an Herrn Dr. Holzborn zurück. Welche sozusagen weiteren juristischen Implikationen und Einflussfaktoren haben wir denn noch zu beachten? Und da greife ich gerne Ihr Beispiel auf. Vielen Dank, das Gerücht. Das Gerücht ist präzise Information im Sinne der Insider-Definition. Das bedeutet, es muss aber nicht wahr sein. Das heißt, insbesondere in dieser Selbstfindungsphase, nenne ich es mal, oder in dieser Pflichtendefinitionsphase am Anfang, die Herr Dieter gut beschrieben hat, können schon Gerüchte am Markt sein. Und da stellt sich tatsächlich die Frage, und das ist ein Problemkreis, falsche Gerüchte müssen gegebenenfalls korrigiert werden. Das heißt, wenn der Markt etwas völlig anderes erwartet und Sie haben vielleicht eine geringere Auswirkung, auch dann könnten Sie gegebenenfalls ad hoc pflichtig dafür werden. Dann kann man diese Information auch als Zwischenschritt in einem Erkenntnisprozess sehen. Denn wenn Sie im Moment in einem Aufräumprozess sind und erstmal herausfinden, auch das wieder geht zurück auf das, was eben beschrieben worden ist, dass Sie ja am Anfang noch nicht wissen, wie viele Kundendaten sind betroffen. Was hat das wirklich für Auswirkungen? Gibt es dort Schäden, die tatsächlich zum Tragen kommen? Dann kann das natürlich ein Zwischenschritt sein. Und dabei ist dieses Kursbeeinflussungspotenzial, was ja für die Definition der Ad-Hoc wichtig ist, umso gewichtiger und wahrscheinlicher das Endergebnis ist, und in der Gesamtbetrachtung der eingetretenen zukünftigen Umstände zu beurteilen. So schreibt das die BaFin. Entscheidend ist also bei diesem Zwischenschritt, dass Sie dann sagen, ich brauche aber noch das und das als Erkenntnis und dann kann ich mit einer entsprechenden Information rausgehen. Vorteil beim Zwischenschritt ist, dass man darauf fast immer einen Aufschub begründen kann. Und dann haben wir die Sondersituation Ermittlungsverfaltungs- und Gerichtsverfahren. Wenn Sie also Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens sind, ist das normalerweise nicht sofort eine Ad-Hoc, jedenfalls nicht nach der Definition des BaFin-Emittentenleitfadens. Aber wenn feststeht, dass ein Gesetzesverstoß begangen worden ist, dann darf man eben auch nicht warten, bis behördliche Entscheidungen vorliegen, sondern dann ist das ebenfalls ad-hoc-pflichtig. Insider-Tatbestand kann also meldepflichtig sein.
Dann vielleicht an der Stelle, Herr Holzbach, wenn ich kurz reingerätschen darf, weil wir hier einige Fragen jetzt gerade zu diesem Sachverhalt haben. Eine Frage lautet, widerspricht nicht der mögliche Aufschub bei Gerüchten der empfohlenen Vorgehensweise, den Sachverhalt zunächst intern zu analysieren? Wie kann hier die richtige Balance gefunden werden, jetzt mal in meinen Worten, zwischen Take Your Time, erstmal Analyse, bevor ich mich verplappere, gleichzeitig aber die Gerüchte, die den Aufschub dann möglicherweise gar nicht mehr ermöglichen, denn das ist ja die grundlegende Bedingung, die eingehalten werden muss für den Aufschub. Wo sehen Sie da die richtige Balance? Ist natürlich generell nur sehr schwer zu beantworten, knüpft aber wieder an das an, was Sie auch schon eben empfohlen haben, nämlich sich vorher einmal damit zu beschäftigen, zumindest die typischen Arten von Cyberangriffen vielleicht festzulegen und zu sagen, so und so könnte eine Kommunikation aussehen. Wir haben auch teilweise Mandanten, die tatsächlich schon erste Ad-hoc-Vorbereitungen für so etwas treffen, um auf die Schnelle antworten zu können. Das Problem ist natürlich bei dem Gerücht, dass Sie einfach monitoren müssen, was ist denn draußen. Wenn Sie also auf der einen Seite ein Gerücht mit Tatsachenkern haben oder auch ein falsches Gerücht, dann können Sie gezwungen sein. Das heißt, dann zwingt Sie der Markt quasi zu kommunizieren und Sie können gegebenenfalls auch keinen Aufschub mehr machen, wenn nämlich das Gerücht einen wahren Tatsachenkern hat. Das heißt, tatsächlich können Sie nur den Markt beobachten und können im Einzelfall dann sagen, ich muss jetzt raus, weil mir das Gerüst zu stark wird und weil die Märkte auch reagieren. Der Aktienkurs ist da einer der zentralen Anknüpfungspunkte. Aber trotzdem besteht sowohl im Gericht als auch im Gerücht als auch im Zwischenschritt die Möglichkeit, einen Aufschub zu machen. Und der Aufschub ist letztlich immer nur eine Hilfskonstruktion, um gegebenenfalls etwas Zeit zu gewinnen. Nur vergleichen wir mal die Situation, Sie argumentieren, es ist keine Insider-Information, trotzdem geht der Kurs aber in irgendeine Richtung, was Sie hinterher nicht mehr wieder einfangen können, was Sie auch nicht diskutieren können gegenüber der Aufsichtsbehörde, die sagt dann, nee, es ist passiert. Da können wir zurückgehen bis auf den Daimler-Fall. Dort wurden mehrere Informationen verbunden. Die Aufsichtsbehörde hat nie wieder gefragt, was auf welcher Information beruht hat. Und auf der anderen Seite muss man dann eben sehen, dass man etwas Zeit gewinnt, um nicht auch weitere Schadensersatzpflichten auszulösen. Aber das wiederum wieder eine hervorragende Begründung für den Aufschub. Und vielleicht gehen wir doch auf die nächste Slide. Da habe ich nämlich den Aufschub dargestellt. Der ist nämlich möglich bei berechtigten Interessen des Emittenten. Und das kann eben auch sein, dass man A, einen Zwischenschritt hat, B, hat man also in einem gestreckten Vorgang sich befindet und noch Informationen abwartet, B, dass man eben auch sagt, ich muss diese Auswirkungen erst abschätzen und es könnte eben dazu führen, dass ich ansonsten gar nicht kommunizieren kann oder ich kann halt nichts Sinnvolles kommunizieren. Das ist letztlich schon ein berechtigtes Interesse, was man gegenhalten kann, um diese Abwägung zu machen. Denn das Ganze darf ja nicht geeignet sein, die Öffentlichkeit irrezuführen, so das Gesetz. Das heißt aber nur auszuschließen sind, dass ich einfach Kursschwankungen vermeiden will oder Reputationsschäden verzögern will. Das reicht natürlich nicht aus. Wenn ich aber etwas Zeit brauche, um überhaupt erstmal entsprechende Schäden auch zu vermeiden. Ich gebe ein Beispiel, zum Beispiel, dass ich noch zu einer Aufsichtsbehörde ansonsten ein hohes Bußgeld riskiere, wenn ich dort nicht parallel dazu oder zeitgleich melde, dann habe ich natürlich einen Grund, um einen Aufschub auch zu begründen. Auf der anderen Seite, wenn ich mich nicht vorher vorbereitet habe, ein bisschen zurück, was Data Sie gesagt haben, dann kann man mir natürlich vorwerfen, ein gewisses Organisationsversagen. Die anderen Voraussetzungen kennt, glaube ich, auch jeder der Emittenten, nämlich Beschlusserfordernis durch den Vorstand und umfangreiche Dokumentation. Was ich schon gesagt habe, ist, dass der Aufschub entsprechend endet. Waren noch weitere Fragen zu diesem Komplex? Ja, die Fragetool füllt sich. Nächste Frage ist, wenn ich als Unternehmen selbst nicht weiß, wie groß der Schaden ist, verwirre ich die Öffentlichkeit dann nicht mit einer Ad-Hoc-Mitteilung? Wenn ich es nicht weiß, aber das Problem ist ja diese zwei Ebenen. Vielleicht kann man das Beispiel VW ganz gut nehmen, weil die haben mir tatsächlich gesagt, ich weiß nicht, ob es 500.000 oder 10 Millionen Autos sind. Das spielt eigentlich keine Rolle. Weil der Reputationsschaden, sich mit einer Behörde in den USA anzulegen, ist gigantisch. Deswegen war das immer eine Ad-Hoc und die Diskussion, ob ich das eine Woche schieben kann, ist hier verfehlt. Das heißt, sobald man sagen kann, ich habe einen Schaden, ich habe keinen Grund zum Aufschub, will heißen, dass ich zum Beispiel höheres Bußgeld bekomme, wenn ich nicht die richtigen Behörden nach dem kritischen Infrastrukturgesetz zum Beispiel informiere,
dann oder ich muss die Betroffenen erst informieren, weil sensible Daten rausgegangen sind. Auch das würde ja einen zusätzlichen Reputationsschaden bedeuten. Das sind aus meiner Sicht schon Gründe, um einen Aufschub zu begründen. Aber der Aufschub ist sicherlich in diesem Zusammenhang eine Hilfskonstruktion, um etwas Zeit zu gewinnen, die aber besser trägt, als nur zu sagen, nein, ich verwirre die Öffentlichkeit nur, ich weiß noch nicht genau, ich warte bis zum Ende. Und da haben wir eine Reihe von typischen Sachen wie Finanzkommunikation beim Jahresabschluss. Man weiß deutlich vor dem Jahresabschluss, welche Zahlen sich grob verändern oder ob es signifikante Veränderungen sind. Das sagt die BaFin auch im Emittentenleitfaden und genauso wird das hier auch beurteilt. Man kann schon relativ schnell sagen. Und wäre da die juristische Empfehlung auch Safety first im Sinne von, ich gehe raus frühzeitig mit einer Ad-Hoc-Mitteilung und sage, ich habe einen Schaden, ich weiß noch nicht, wie groß er ist. Also wenn man den Anwalt fragt, sagt er immer im Zweifel eine Ad-Hoc. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, im Zweifel mache ich lieber einen Aufschub, als dass ich gar keine Ad-Hoc oder mich gar nicht darauf vorbereite. Also es ist ein bisschen schwierig, das ganz abstrakt zu beobachten, aber wenn ich eine Auswirkung habe, also ich kann von einem Schaden ausgehen, dann macht es vielleicht eher Sinn zu sagen, ich habe hier eine Hacker-Attacke, ich mache die ad hoc, dann bin ich ja auch dieses Thema los. Denn was gewinne ich denn dadurch, dass ich hier noch eine Woche warte? Außer, dass ich vielleicht Schadensersatzforderungen der Aktionäre am Hals habe und andere Dinge. Ich gewinne ja nichts dabei. Ich werde irgendwann kommunizieren müssen. Einziger Grund, es aufzuschieben, wäre eben, ich habe die Behörden noch nicht informiert, ich muss Betroffene vorab informieren. Ich habe einen höheren Schaden dadurch, dass ich mit ad hoc zu früh rausgehe. Dann kann man aber hier auf jeden Fall einen Aufschub immer begründen. Vielleicht mal eine ganz praktische Frage an Frau Pohl von der EQS-Veröffentlichungsfront. Wenn wir jetzt eine Cyberattacke haben und nichts mehr geht, alle Systeme liegen da nieder. Wie veröffentlichen Unternehmen dann eigentlich eine Ad-Hoc-Mitteilung? Also grundsätzlich ist es so, wenn die Unternehmen ja unser System nutzen, also unser Cockpit, wir bieten ja Software as a Service an, das heißt, man kann von jedem Rechner im Prinzip eine Mitteilung veröffentlichen. Also selbst wenn die Systeme jetzt irgendwie vom Server genommen werden, solange sie Zugriff zum Internet haben, können sie sich in unser System einloggen, weil das hängt ja quasi in der Regel nicht an ihrem eigenen System im Unternehmen, sondern sie können das mit einem Laptop einfach, der mit dem Internet verbunden ist, entsprechend veröffentlichen. Sie haben Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort und Ihren Tokencode und könnten dann eben von jedem, ich sag mal, x-beliebigen Rechner mit den User Credentials sich schon ins System einloggen. Die sind nicht an die Systeme der Unternehmen gebunden. Und zur Not würde tatsächlich auch, also ein privater Rechner natürlich gehen. Ne, wenn es jetzt so kritisch ist, dass die Meldung sofort irgendwie raus muss oder so, und dann könnte man ja die Mitteilung auch von sich bei seinem privaten Rechner bei uns ins Cockpit einloggen. Das muss ja nicht der Firmenlaptop sein. Mhm. Vielen Dank. Herr Dr. Holzmann, noch eine Frage auf Richtung BaFin. Ein Teilnehmer sagt, in den USA berichten Unternehmen der Regel erst nach Lösung des Problems, oft Wochen und Monate später. Gibt es von der BaFin dazu eine konkrete Entscheidungshilfe? Es gibt keine konkrete Entscheidungshilfe. Es gibt den BaFin-Emittentenleitfaden, der letztlich insbesondere auf einen nicht abschließenden Katalog der ESMA verweist. Und dort sind insbesondere, wenn Sie die Aufschiebkriterien zum Beispiel anschauen, dann sieht man, dass bestimmte Themen, wie zum Beispiel auch wenn eine Erfindung da ist mit geistigem Eigentum und solche Sachen, die berechtigen zum Aufschub, aber damit sieht man im Umkehrschluss, dass die BaFin relativ früh eigentlich einen Insider-Informationen annimmt. Von daher, wenn man aber sagt, zum Beispiel selbst falsche Gerüchte können am Markt richtigstellungspflichtig sein, dann ist das relativ weitgehend. Auch in den Vereinigten Staaten muss man natürlich sagen, dass es ein bisschen eine andere Rechtslage ist, aber dort wird das Insiderrecht natürlich viel schärfer noch gehandhabt. Das ist sehr häufig mit drakonischen Strafen behaftet. Die Kommunikation ist tatsächlich ein bisschen anders, insbesondere deswegen, weil man noch andere Behörden zum Teil informieren muss. Aber insgesamt würde ich sagen, dass es in Deutschland eher, wenn dann der Aktienkurs auch darauf reagiert, kommen Sie kaum umhin, dass die BaFin sagt, das ist eine Insider-Information gewesen. Von daher hätte ich eher eine Neigung zu einem Aufschub zu tendieren, wenn man in der Rolle ist, dass man sagt, ich bin hier sehr unsicher. Auszuschließen natürlich die Fälle, eine Stunde ist die Website down und so weiter. Aber wir reden ja im Prinzip jetzt schon über schadenträchtige Fälle oder mindestens reputationsschadenträchtige Fälle.
Da vielleicht nochmal eine Nachfrage dazu, weil das Aufschubthema sicherlich auch in der Praxis relevant ist, das Aufschub der Ad-hoc-Mitteilung. Ich schiebe auf, habe aber Gerüchte am Markt, dass es zu einem Cyberangriff kam, was stimmt, also das Gerücht ist korrekt, müsste dann eigentlich per Ad-hoc-Mitteilung das Gerücht bestätigen. Gleichwohl ist das Ausmaß möglicherweise ein ganz anderes intern, als das gerüchteweise gespielt wird. Der Kurs ist vielleicht stark gefallen, weil Aufregung und Panik im Markt ist. Wir wissen intern, ja, das Gerücht stimmt, es gibt eine Cyberattacke, aber die Auswirkungen sind minimal. Gehe ich dann trotzdem mit einer Ad-hoc raus? Das wäre sogar der relativ deutliche Fall einer Ad-hoc, weil zum einen die Frage sich stellt, ob ein falsches Gerücht nicht korrigiert werden muss. Das ist grundsätzlich ein Thema. Und zusätzlich gibt es in Artikel 17 Absatz 7 auch hier genannt die Vorschrift, dass sobald die Vertraulichkeit auch durch Dritte nicht mehr gewahrt werden kann, und da reicht der Tatsachenkern, dass der Aufschub automatisch endet und man sofort rausgehen muss. Das muss man auch im Rahmen eines Aufschubes immer beachten. Das heißt, hier würde man weit überwiegend davon ausgehen, dass man das meldet. Meinetwegen auch mit einem Hinweis, es gibt nicht so einen hohen Schaden, weil der Aktienkurs hat ja eben gegenteilig reagiert und damit ist es korrekturpflichtig letztlich. An der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, tatsächlich gibt es auch einen Vorschlag des europäischen Gesetzgebers im Listing Act, zu sagen, diese Begründung zu einem Aufschub muss vorab übermittelt werden. Jetzt ist es ja so, dass es erst bei der tatsächlichen Ad-hoc am Ende des Prozesses übermittelt werden muss und das soll nach vorne gezogen werden. Im Gegenzug soll man in Zwischenschritt-Themen, also wenn man das als Zwischenschritt bezeichnen kann, soll man nicht mehr verpflichtet sein, es vorab zu veröffentlichen. Aber das ist ein Thema, was noch auf dem europäischen Gesetzgebertisch liegt. Eine weitere Frage aus dem Teilnehmerkreis. Wäre die Kapitalmarktmitteilung über die positive Erledigung des Cyberangriffs in der Regel auch eine Ad-hoc-Mitteilung? Kriterien für das Vorliegen einer Insider-Information gemäß Artikel 17 MAR wird ja vermutlich vorliegen. Wenn es eine Insider-Information ist, ist es eben gleichlautend. Also kommt eben darauf an, ob die positive Erledigung der Cyberattacke quasi vom Markt erwartet wurde. Hier kommen wir zurück auf das, was die Insider-Information ausmacht. Das ist die Markterwartung. Wenn quasi alle sagen, ich bin ein professionelles IT-Unternehmen oder ein Großkonzern, der damit schon umgehen kann, dann ist das nicht korrekturpflichtig durch eine Ad-hoc. Aber wenn quasi Unsicherheit am Markt besteht, können die damit gut umgehen, gibt es gewaltige Schäden, insbesondere wenn man dann ja quantifizieren kann, welche Richtung es gegangen ist, dann wäre das wiederum ad hoc pflichtig, insbesondere wenn Unsicherheit am Markt besteht. Vielleicht noch eine konkrete Praxisfrage zum Beispiel Ferrari. Da sind Kundendaten entwendet worden, der Konzern ist dann erpresst worden, ist nicht auf die Erpressung offensichtlich eingegangen. Der CEO hat sich dann bei seinen Kunden entschuldigt. Jetzt kann man kommunikativ Argumente für und gegen eine Entschuldigung finden. Entschuldigen ist immer höflich und nett. Gleichwohl gibt es möglicherweise auch juristische Implikationen dessen. Würden Sie dem Mann juristisch dazu geraten haben, sich zu entschuldigen? Juristische Implikation ist natürlich, dass ich damit alles zugegeben habe. Das ist also Ferrari ist natürlich ein spezieller Fall, weil die natürlich Fahrzeuge auch in diversesten Jurisdiktionen herstellen. Wir denken vielleicht zurück an den Fall Takata mit den ganzen Airbags, solche Dinge. Dort muss man hochvorsichtig sein. Hier sollte man nur juristisch beraten, tatsächlich solche Zugaben machen. Schlicht deswegen, weil sie insbesondere auch im angloamerikanischen Raum sonst erhebliche Schadensersatzforderungen gegen sich haben können. Und es auch durchaus Leute gibt, die am Markt so etwas gerne aufkaufen, wie ich ja eben kurz einmal dargestellt habe. Das kann kommunikativ sensationell sein, aber eigentlich nur, wenn alles feststeht. So würde ich das vielleicht, wenn man es in eine Regel packen will. Und vielleicht ähnlich gefragt zum Thema Erpressung. Gibt es da eine Jurist, also ist möglicherweise naheliegend und verlockend auch für Manager und Entscheidungsträger zu sagen, Mensch, dann kriegen wir schnell unsere Daten wieder, dann zahlen wir halt das Lösegeld, veröffentlichen das gar nicht, weil es von dem Wert des Lösegelds möglicherweise für den Gesamtkonzern gar nicht so erheblich war. Wie ist aber da eine juristische Abwägung? Sollte man auf eine Erpressung eingehen oder nicht? Das ist eine Frage, die ich fast unmöglich in dieser Das Einfachheit habe ich beantworten befürchtet. kann. Aber interessanter Vorschlag. Grundsätzlich gilt erstmal, wenn ich sowieso öffentlich gehen muss und gar nicht drum herum komme,
weil ich eben entsprechende Auswirkungen habe, werde ich Schwierigkeiten haben, auf die Erpressung einzugehen. Zweitens, ich werde Schwierigkeiten haben, weil ich natürlich weitere Leute damit anlocke. Das kann ich aber natürlich auch durch Veröffentlichung. Aber ich muss zunächst tatsächlich erstmal die von Ihnen genannten Schritte abprüfen. Nämlich, muss ich nicht Behörden, muss ich nicht Betroffene etc. informieren, ohnehin, um dann zu sagen, hilft mir wirklich die Zahlung des Lösegeldes jetzt, so viel Geld zu sparen und unter Umständen sogar eine Ad-Hoc-Publizität zu vermeiden, weil ich eben den Schaden klein halte. Das kann unter Umständen in eng begrenzten Kreisen Sinn machen. Aber nachdem es mit so vielen Gefahren verbunden ist, kann ich da keinen allgemeinen Ratschlag in diese Richtung geben. Aber tatsächlich ist es so gewesen, dass man kleinere Erpressungsvorgänge in der Vergangenheit gesehen hat. Ich glaube, da sehen wir auch mehr, als wir veröffentlicht sehen von den Unternehmen, jedenfalls nach unserer Kenntnis. Aber bedenken Sie bitte die von mir genannten Themen, die weitere Kommunikation mit anderen Behörden, kritisches Infrastrukturgesetz etc. hervorrufen oder irgendwelche Privatdaten sind betroffen und die können ausgenutzt werden. Also das ist sehr schwer im Einzelfall zu entscheiden oder generell zu entscheiden. Das kann man nur im Einzelfall entscheiden. Es kam noch die Frage, wie kann ich mich als IR-Abteilung am besten davor schützen? Ich glaube, ich habe vorhin inhaltlich, kommunikativ schon ein bisschen was dazu gesagt. Vorbereitung. Ablaufpläne schreiben, sich vorher auch ein Bild darüber machen, welche juristische Beratung benötige ich denn? Ist es sozusagen das Kapitalmarktrecht oder sind es noch andere rechtliche Bereiche? Inwieweit habe ich schnellen Zugang zur IT-Abteilung? Was ist mit einer Compliance-Abteilung? Also hier wirklich Krisenszenarien sehr konkret vorher in Pläne gießen, um tatsächlich dann schnell agieren zu können. Denn Schnelligkeit ist einfach wichtig. Haben Sie, Frau Pohler, Dr. Holzborn, da noch ein paar praktische Hinweise, wie man sich sozusagen prophylaktisch davor bewahren könnte, dass es größere Ausmaße annimmt? Also, Katrin, gerne. Okay, ganz kurz. Ja, meine Antwort wird ein bisschen kürzer ausfallen. Ich glaube, was grundsätzlich wichtig ist, dass man einfach auch die Awareness im Unternehmen schafft. Also Sie haben es ja schon gesagt, Herr Dieter, auch die Verbindung zur IT-Abteilung ist, glaube ich, zum einen ganz wichtig, dass man dort die Awareness schafft und sagt, okay, sollte es ein Thema geben, denkt dran, bitte auch uns zu informieren. Und ich glaube, was auch wichtig ist für die IR-Abteilung, ist tatsächlich das Thema auch beim Vorstand anzubringen. Es ist tatsächlich auch sehr wichtig, mit dem Vorstand drüber zu sprechen, dort die Awareness zu schaffen und zu sagen, okay, falls wir betroffen sind, das ist wirklich ein sehr wichtiges Thema und sollte nicht einfach hinten runterfallen. Also es gibt mittlerweile, auch schon vor letzte Woche oder so gelesen, es gibt ja auch Unternehmen im DAX, ne, wo die Vorstände sich mit ihrer Vergütung an diese Thematik dranhängen, an das Thema IT-Security und IT-Sicherheit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dort eben im Unternehmen die Awareness schafft, aber auch, wie Sie schon gesagt haben, entsprechend vorbereitet. Und ich glaube halt eben auch bei der Kommunikation, wir sprechen jetzt immer, okay, was ist, wenn denn das Thema aufkommt? Wenn es eine Cyberattacke ist, ist es ad hoc oder nicht? Ich glaube, was auch noch wichtig ist, ist, dass man halt eben so ein bisschen über das ganze Thema auch den Kapitalmarkt auf dem Laufenden hält und nicht einfach nur meldet, okay, wir wurden jetzt gehackt, es gibt eine Cyberattacke, sondern es gibt auch Fälle in Deutschland und das finde ich persönlich ganz gut gelungen, die dann eben gesagt haben, okay, nach einer Woche oder so, das ist der Stand der Dinge oder im Worst Case, wenn es vielleicht zu Verzögerungen bei der Berichterstattung kommt, dass man halt dann eben auch sagt, okay, gut, der Grund ist halt eben nun mal diese Attacke. Also, dass man halt den Kapitalmarkt auch auf dem Laufenden hält, dass man sich nicht nur einen Plan erstellt für den Fall, was mache ich, wenn es passiert, sondern halt schon vorbereitend und auch im Nachgang das Thema dann eben betrachtet, ja, und sich da gut aufstellt. Ja, vielleicht ergänzend, also Vorbereitung ist, glaube ich, das A und O, aber eben auch die Reporting-Wege so ein bisschen festlegen, aber auch tatsächlich vielleicht so die Standardüberlegungen, was kann einem passieren mit seinem eigenen Businessmodell, was hat man eben für Maschinen etc. pp. Ich glaube, das ist entscheidend, ob man jetzt genau eine Ad-Hoc schon vorbereitet, ist vielleicht schon sehr weitgehend, kann man in Einzelfällen, wenn man genau weiß, in welche Richtung es geht, oder auch tatsächlich solche Dinge auch schon erlebt hat, natürlich auch schon machen und vielleicht, wir haben ja noch eine Slide auf der nächsten, der Hinweis an der Stelle,
Die Strafverfolgungsbehörden haben häufig sehr eigene Interessen. Also das muss nicht mit dem betroffenen Unternehmen übereinstimmen. Und es wird häufig übersehen, das ist für die international Tätigen, dass sie Kommunikation tatsächlich über Anwälte führen. Schlicht deswegen, ansonsten kann das vor Gericht herausverlangt werden, was im Nachgang insbesondere zum Problem wird, weil dann alle internen Dokumentationen eben auch über US-Service-Provider herausgegeben werden müssen, wenn es nicht irgendwie mit Anwälten beauftragt wurde. Dort gilt nur das Attorney-Client-Privilege. Das wären meine Aspekte, die ich noch ergänzend dazu führen würde. Glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger und sehr praktischer Hinweis und Tipp am Ende. Mit Blick auf die Uhr bleibt mir dann die Schlussworte zu sprechen. Liebe Frau Pohl, lieber Dr. Holzmann, ganz herzlichen Dank. Ich denke, es ist klar geworden in der letzten Stunde, dass das Thema hochrelevant ist und auch hochrelevant bleibt und in irgendeiner Form uns auch alle betreffen wird. Gibt aber auch jetzt keinen Grund zur Panik, denn man kann vieles vorbereiten, sowohl technisch, IT-forensisch, aber eben auch kommunikativ und juristisch. Insofern muss man sich seinem Schicksal hier nicht ergeben, aber es eben auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Danke allen Teilnehmern. Es war eine ganze Menge, was mir auch zeigt, dass das Thema eben relevant ist für Ihre Teilnahme. Ich darf noch hinweisen auf unseren zweiten Slot am heutigen Nachmittag um 14 Uhr. Da geht es um Shareholder Engagement and Early Key Takeaways from the Shareholder Meetings held in Q1. Und heute Abend, wer noch Zeit und Lust hat, in Düsseldorf auf unserem Get-Together vorbeizuschauen, hier in der Altstadt, da freuen wir uns, Sie auch zu sehen. In dem Sinne wünsche ich noch eine schöne Woche und hoffentlich tatsächlich den Frühlingsbeginn dann auch in echt. Dankeschön, auf Wiedersehen. Vielen Dank. Wiedersehen. Tschüss.